Der Zuplay geht weiter. Von der Eroberung groß. Ich wollte eben noch sagen, dass die Steuerung echt genießt. Die Steuerung von den Fahrzeugen, auch von den Motorrädern in Battlefield 4 auf jeden Fall viel, viel besser und feinfühliger als im Battlefield Hardline. Got one at the gas station. Ja. Got that one. I can't fucking move. 10-6-4. Dispatch, we are surrounding the area. We need backup. Hey, who's got ammo? Here's a medkit. Da auf dem Boden vor mir, ey, und der Feind dahinter. Lila Kommandopost. Scheint der erste Revolution-Effekt zu sein, dass sich das Wetter hier drastisch ändert. Wir haben mal Golf von Oman gezockt haben. Ist vergleichbar, aber ich finde es hier echt noch ein bisschen extremer. Die Sicht ist echt beschissen. Kann man das als Spawnpunkt nutzen? Das weiß ich nicht, alles nicht. Aber sehe ich halt nicht. Ja. Das kann man als Spawnpunkt nutzen.
quasi wie so eine kleine mobile Festung. Wenn da niemand ist, der panzerbrechende Munition dabei hat. So, die Runde scheint gleich vorbei zu sein. Ich melde mich hier erstmal wieder ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen und einen kleinen Einblick verschafft. Bis zum nächsten Let's Play von mir. Ne?